Es gibt ein schwererwiegendes Argument für den Frequentismus als sein praktischer Nutzen und seine weite Anhängerschaft. Und das ist das Gesetz der großen Zahlen. Genauer gesagt, es ist das schwache Gesetz der großen Zahlen. Es stammt von Jacob Bernoulli, Mitglied einer Familie von höchst erfolgreichen und genialen Basler Mathematikern. Dieser Bernoulli war der Erste, der ein Buch über die Wahrscheinlichkeitsrechnung geschrieben hat. Die Artis Conjectandi, 1713 erschienen. Mit dem Buch hat er wahrscheinlich diese Fachdisziplin der Wahrscheinlichkeitsrechnung begründet. Und die Aussage seines Gesetzes, die lautet, wenn die Versuchsreihe nur hinreichend lang ist, dann lässt sich die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses durch seine relative Häufigkeit beliebig genau annähern. Jedenfalls mit beliebig großer Wahrscheinlichkeit. Also, was heißt das? Betrachten wir irgendeinen Versuch, bei dem das Ereignis A mit der Wahrscheinlichkeit P von A eintritt. Geben wir uns eine gewisse Genauigkeit vor für die Annäherung, sagen wir etwa 5%. Und geben wir uns eine beliebig hohe Wahrscheinlichkeit vor, so sagen wir 99%. Dann gilt, wenn die Anzahl der unabhängigen Wiederholungen des Versuchs groß genug ist, dann liegt die relative Häufigkeit, also Anzahl NA der Versuche, wo A eingetreten ist, dividiert durch die Anzahl aller Versuche, die liegt dann in dem Intervall um P von A herum, links minus 0,05, nach rechts 0,05 vergrößert. Und das gilt mit 99%iger Wahrscheinlichkeit. Bernoulli hat daraus geschlossen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses nichts anderes ist als seine relative Häufigkeit. Oder besser gesagt, als deren Grenzwert. Wenn man aber das Gesetz der großen Zahlen etwas genauer mustert, so merkt man, dass es eigentlich keine Erklärung gibt für den Begriff der Wahrscheinlichkeit. Der kommt nämlich in der Formulierung zweimal vor. Einmal als die Wahrscheinlichkeit P von A, des Ereignisses A, und dann aber auch als die Wahrscheinlichkeit, dass die relative Häufigkeit in dem kleinen Intervall liegt. Wenn wir diese zweite Wahrscheinlichkeit auch wieder frequentistisch interpretieren wollen, dann müssen wir uns also sehr viele Wiederholungen des Versuches mit den sehr vielen Wiederholungen vorstellen. Und für die gilt dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch wieder, also Sie sehen, diese Wahrscheinlichkeit muss auch da wieder frequentistisch interpretiert werden und so weiter. Das ist ein unendlicher Regress, der sich da auftut. Hier beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz. Außerdem gilt genauer betrachtet, dass Wahrscheinlichkeit noch ein drittes Mal vorkommt. Wir setzen ja voraus, dass die Wiederholungen unabhängig sind. Also dass das Ereignis tritt in der vierten Wiederholung ein, nichts zu tun hat mit dem mit der Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis in der zehnten Wiederholung eintritt oder so ähnlich. Also das Gesetz der Schwachen, das schwache Gesetz der großen Zahlen, verzeihen, das sagt ungefähr Folgendes. Wenn man wieder und wieder eine Serie von 1000 Münzwürfen macht, dann liegt bei vielen dieser Serien die Häufigkeit vom Kopf zwischen 49% und 51%. Es gibt auch ein starkes Gesetz der großen Zahlen. Es besagt, die Serien von 1000 Münzwürfen, für die das nicht gilt, was wir oben gesagt haben, die müssen nur lang genug weiter fortgesetzt werden und dann passt's. Dann ist die relative Häufigkeit in dem Intervall. Also genauer, mit der Wahrscheinlichkeit 1 strebt die relative Häufigkeit zu dem Wert von 50% oder zu dem Wert P von A, wenn die Zahl der Wiederholungen unbegrenzt wächst. Dieses Gesetz der starken Zahlen,
dieses starke Gesetz der großen Zahlen, dass ich es richtig sage, das ist aber erst 1909 bewiesen worden von Emile Borel, fast 200 Jahre nach dem schwachen Gesetz der großen Zahlen von Bernoulli.